Wir gehen weiter in die Corona-Aufarbeitung. Miese NPC-Reactions wieder. Staat sagt, alle Restaurants müssen zumachen. Ja, dann bleibt einem halt nichts anderes übrig, so, ne? Dann muss man halt mitschwimmen. Das ist halt genau diese Einstellung, die uns dahin getrieben hat, wo wir hingekommen sind am Ende des Tages, so, weißt du? Weil jeder seine Schnauze gehalten hat, weil Staat gesagt hat, mach so, und dann haben alle mitgemacht. Was denkst du denn, wie es in den 30er Jahren dazu gekommen ist, was in Deutschland passiert ist, so? Meinst du nicht, das war das gleiche Mindset? Aber vielleicht bin ich auch jemand von den Illuminaten und versuch gerade eure... Nein, du bist ein gesteuerter NPC, der alles für Geld und Fame macht. Du machst in der Öffentlichkeit das, was du machen musst, damit du erfolgreich wirst. Und es ist auch okay so. Aber lass uns auch unseren Raum so. Wir sind nämlich auch da. Und wir sind für größere Sachen da als das. Ich sag, das hat mein Gefühl mir gesagt. Ich habe darauf gehört. Wenn Gott mit mir spricht, ich höre auf den. Ich höre auf Gott mehr als auf den Staat. Ich habe mich damals dazu entschieden, meinen Job zu kündigen, alles hinzuschmeißen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. So. Wie verwirrt der ist, Bruder. Was für Eier? Was? Damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. Bruderherz, ich habe so eine Eier, Bro. Straußeneier, Digi. Da kannst du eine ganze Familie kann da drauf stehen. Verstehst du, was ich meine? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Neon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein. Wir gehen weiter in die Corona-Aufarbeitung. Ja, wir gehen in die Aufarbeitung rein. Miese NPC-Reactions wieder. Und zwar hat mir der Chat empfohlen, mir mal das Video von Justin damals reinzuziehen. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mir die Videos von damals nicht reingezogen habe. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich konnte mir das nicht reinziehen. Das waren auch so viele auf einmal. Also da hat wirklich ganz YouTube Deutschland an einem Strang gezogen und da haben sie auf mich reagiert und sich lustig gemacht und sich totgelacht, was ich da so erzählt habe. So. Und jetzt ein paar Jahre später, um genau zu sein, 4 Jahre später, sind langsam so ein paar Wahrheiten ans Licht gekommen. Und wenn man sich dann nochmal die Videos reinzieht, dann hat man auf jeden Fall eine andere Perspektive. Und deswegen machen wir das jetzt, damit die Leute auch so ein bisschen verstehen. Trotzdem, ich bin niemandem böse so. Ich habe keinen Hass gegenüber Justin oder gegenüber anderen Leuten, die da auf mich reagiert haben. Die haben halt einfach nur das gemacht, was die meisten Influencer machen. Wenn auf einem rumgehackt wird und es gerade so cool ist und vor allen Dingen auch vertretbar ist, weil die Meinung von den meisten Menschen, von den Medien, vom Staat auch diese Meinung ist, dann kann man schön mit drauf treten, so, weißt du? Nichtsdestotrotz lasse ich mich nicht lumpen und reagiere mal darauf und guck mal, was die Jungs innen damals erzählt haben. Und das machen wir jetzt. Egal, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, würde ich sagen. Und los! Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag. Tachchen! Schauen wir uns ein Video an von Leon Lovelock. Ich weiß nicht. Servus! Ich schon zu spät dran bin. Das ja, du bist zu spät, mein Jutster. Das Video ist schon 2-3 Tage alt und zwar. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich schon zu spät dran bin. Das Video ist 2-3 Tage alt. Bruder, Alter. Da merkst du, die reagieren nicht drauf, weil die sich da wirklich Gedanken drüber gemacht haben, sondern die reagieren einfach nur drauf, weil jeder hat schon drauf reagiert, nach 2 Tagen. Und dann denkt er sich, fuck, ich bin schon zu spät dran, Bruder. Die haben die Klicks schon mitgenommen, Bruder. Heißt das Video, die Corona-Verschwörung, wie sie uns langsam lahmlegen. So sieht's aus, mein Jutster. Acht auf. Also hier schon mal eine ganz, ganz wilde Verschwörungstheorie anscheinend. Mit Illuminati-Logo auf dem Thumbnail. Ich hab gehört, das Video soll auf jeden Fall sehr weird sein. Das haben auch einige Leute dagegen ausgesprochen. Ich bin sehr gespannt. Bushido hat den irgendwie auf Instagram und so auch gedisst. Naja, vorerst. Das hat er am Rande mal gehört, ne? Ganz kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar kommt heute im Laufe des Tages der erste Post auf der Seite von meiner Marke Peso. Komm, mach einen Kopf zu, Junge. Geh rein da jetzt. Versucht mal frei zu sein von dem, was die euch sagen und versucht mal bitte eure eigene Meinung zu bilden. Versucht mal auf euer Herz... Wer ist die? Ist ja immer leicht zu sagen. Politik und Medien. Euer Gefühl zu hören, was ist da wirklich los so? Es ist jetzt so offensichtlich geworden, wie es noch nie war. Es geht hier nicht um ein Virus oder so. Nee, geht's nicht. Das ist meine ehrliche eigene Meinung. Und die kann ich auf meinem YouTube-Kanal so teilen, wie ich das möchte. Au! So. So. Habe ich damals schon gemacht mit dem so. Ich dachte, das ist neu. Also ich glaube, er denkt, dieser Coronavirus ist irgendeine Verschwörung vom Staat. Ich, also angenommen, es wäre so, dann wäre dieses Video hier ja gar nicht online. Hm? Ja. 3, 2, 1, go. Psst. Wieso schneidet man den Anfang denn dann nicht weg? Naja, ich werde hier übelst geblendet, Alter, an meinem eigenen Fenster. Ich weiß nicht, ob draußen irgendwer... Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder vor euch am Start. Und wir kommen zu einem weiteren... Baba-Argument eben gewesen, ne? Video. Auf meinem motherfucking YouTube-Kanal, Freunde. Ich okay,
Das ist das erste Mal, dass ich mir ein Video von ihm reinziehe. Ich habe tatsächlich noch keins von seinen Hip-Hop-Interviews mir reingezogen. Doch irgendeins hatte ich mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Diese Comments-Café-Videos, ich weiß nicht mehr welches, aber irgendeins habe ich gesehen, doch. Ja. Ich sitze hier gerade einfach im Treppenhaus in Mannheim. Alles klar, mein Jutster. Über den Dächern von Mannheim quasi, ich habe da eine geile View. Hinterm Wasserturm, Digi, legendär. Jetzt nichts Besonderes, aber ich habe gedacht, ich setze mich einfach mal hier hin. Und warte mal, wie ist denn die Bewertung? Boah, was? Okay, 11.000 Likes und 29.000 Dislikes. Das ist natürlich sehr, sehr wild. Mein Kanal, meine Plattform, mein Recht zu sagen, was ich denke und fühle. Okay. Facts. Das wird wahrscheinlich was ganz Wildes sein. Mach ein Video. Weil mir so, das wird wild, mein Jutze, jetzt hier. Ein paar Sachen einfach auf dem Herzen liegen, Freunde. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Digga. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der Typ, der ganz so oft einfach Videos macht über aktuelle Themen oder sich da gerne mit reinhängt und einfach mit drauf geht und so. Aber das, was gerade passiert, das wird mir einfach zu viel. Ja, mir auch. Mir wird dieses ganze Corona, oder wie ApoRed sagen würde, Corona, Morona, Virus, Miros, wird mir auch zu viel. Klar, ich denke, das geht aber jedem so. Und ich weiß nicht, ob... Ja. Viel zu... Was weißt du nicht? Der sagte, bei Justin ist immer geil, das war auch bei dem ersten, bei den flachen Erden-Video so, der macht Stopp, der sagt was, aber der sagt nichts. Der sagt immer was, aber der sagt eigentlich gar nichts so. Was hat denn der jetzt gesagt gerade? Nichts. Der hat nur gesagt, jetzt am Endeffekt, ja, das ist mir auch zu viel. Viel, Digga. Ihr wisst, ich habe einmal ein Video gemacht über Verschwörungstheorien Nipsey Hussle mit Dr. Sebi etc. Ich habe das ein oder andere Mal in Comments Café diese Thematiken angesprochen. Ja, da habt ihr schon gemerkt, dass ich jemand bin, der immer sehr viel hinterfragt und skeptisch ist. Einfach skeptisch ist. Ich nenne mich ein Skeptiker so. Leon Lovelock, Skeptiker. Egal in welche Richtung. Ich bin auch ein Skeptiker bei diesen ganzen Verschwörungstheorien. Aber auch ein Riesenskeptiker von den Mainstream-Medien und von dem, was die uns erzählen. Von der Regierung etc. Und deswegen... Ich merke, diese NPC ist ein bisschen überfordert. Der war überfordert, glaube ich, mit dem Video. Der wusste gar nicht, was er sagen soll. Er hat einfach mal so ein komisches Lachen rausgehauen und da lacht er. Was war denn da jetzt komisch dran, Bro? Muss ich hier einmal ganz kurz was dazu sagen, weil das, was gerade passiert, das, was ich gerade sehe, das wird mir zu echt. Das wird mir zu real und es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich. Es wird mir zu echt? Ich glaube, er denkt wirklich, dass dieser Coronavirus halt ein Fake ist. Und es schwimmt. Ich habe nicht gesagt, dass der Coronavirus ein Fake ist, aber was die daraus gemacht haben, also, ist nicht real, Bro. Und es ist heutzutage rausgekommen. War nicht schlimmer als eine Grippewelle. Also, das ist das, was ich dir damit sagen wollte, mein Jutster. Viel zu viele Menschen auf dem Zug oder auf dem Strom mit. Das heißt, es schwimmen zu viele Leute mit. So, wenn der Staat sagt, alle Restaurants müssen zumachen, ja, dann bleibt einem halt nichts anderes übrig, so, ne, als zu Hause zu essen. Dann muss man halt mitschwimmen. Es gehen ein paar Das ist halt genau diese Einstellung, die uns dahin getrieben hat, wo wir hingekommen sind am Ende des Tages, so, weißt du? Weil jeder seine Schnauze gehalten hat, weil der Staat gesagt hat, mach so, und dann haben alle mitgemacht. Was denkst du denn, wie es in den 30er Jahren dazu gekommen ist, was in Deutschland passiert ist, so? Meinst du nicht, das war das gleiche Mindset? Ja, Staat hat doch gesagt, wir müssen... mit Lagern und Züge und dann die Jungs da reinstecken und die alle diffamieren und so und die anderen, dass sie eine Binde anziehen müssen und so. Staat hat gesagt, Autorität hat gesagt, also machen wir das jetzt. Wo ist denn dann deine Grenze so? Wo hast du denn, du musst doch als Mensch irgendwie eine eigene Ethik und eine Moral haben und dir sagen, okay, bei gewissen Sachen, egal ob Staat mir sagt oder nicht, da spiele ich nicht mit, da mache ich nicht mit und vor allen Dingen, wenn es um Menschlichkeit geht, dann mache ich da einfach nicht mit so. Und das ist das Problem in der heutigen Welt. Die Leute haben gar keine eigenen Boundaries mehr, keine eigenen Grenzen mehr, wo die sagen, okay, da lasse ich mir was sagen, hier lasse ich mir nichts sagen, so, wenn es darum geht, unmenschliche Sachen, bei unmenschlichen Sachen muss jeder Mensch auf sein Herz hören und sagen, ey, das ist gerade hier nicht korrekt und ich mache da nicht mit, und so. Das ist das, was wir brauchen, gerade in unserem Land, so. Oder nicht, Chat, sei ehrlich.
ein paar Stories, ein paar Berichte und alle rennen in die Läden rein, kaufen sich Sachen. Selbst Leute, wo ich gedacht habe, die sind reflektiert oder die haben Ahnung oder die verstehen, dass da viel mehr dahinter steckt als so ein Virus in Anführungszeichen. Ich muss dazu sagen, ich habe selber tatsächlich keinen Hamsterkauf gemacht und überlege jetzt nicht, ob es nicht dumm von mir war. Weil wenn es jetzt tatsächlich irgendwann mal so einen Lockdown geben sollte, wäre natürlich jetzt nicht so nice, aber vielleicht sinnvoll, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe bei mir keinen Kochtopf, keine Pfanne. Das wäre natürlich nicht so wild. Und ja, ich fasse mir gerade ins Gesicht, ich habe mir gerade frisch die Hände gewaschen, ne? Danke. Deswegen, also, ja, falls Tiefkühlpizza noch da ist, dann sollte ich mir schnellstens welche zulegen. Ansonsten muss ich wahrscheinlich dann auch zu meinen Eltern gehen. Ich weiß, ich habe jetzt gestern in der Shisha-Bar unseres Vertrauens in Düsseldorf hier in der Medusa, vielen Dank, da wurden wir bestens mit Tabak versorgt. Jetzt haben wir gestern so einen Shisha-Abend bei mir auf dem Balkon gemacht. Und da haben so Leute geschrieben, so, ich habe so eine Story halt gepostet, weil Nemo mir seine Shisha zugeschickt hatte. Habe ich so gepostet, so, yo, Corona-Maßnahmen. Und so Leute so gepostet, geht gar nicht klar und so. Ich habe jetzt nicht verstanden, auf was es bezogen war. Also, vielleicht dachten die, dass ich in der Shisha-Bar war, ja. Nee, und vielleicht dachten die, wir ziehen alle auf. So krass, ne? Wie die Bevölkerung auf einmal Polizei gespielt hat, so. Und die sich dann gegenseitig da diffamiert haben und sich gegenseitig an Pranger gestellt haben, so. Ganz wilde Zeiten, Dicker. Ich weiß noch ganz genau. Bro. Trauma, Digga, bisschen kommt hoch. Aus einem Schlauch. Merkst du? Homo. Auch nee. Und keine Ahnung. Also, egal was man macht, irgendwelche Leute gehen auf jeden Fall immer auf die Barrikaden. Und was machen wir alle? Wir gehen mit drauf. Wir propagieren mit denen zusammen. Die pflanzen in unseren Köpfen irgendwas ein und wir verbreiten das. Wir teilen das. Ja, aber es ist doch gut, dass das verbreitet und geteilt wird. Natürlich gibt es auch viele Fake. Digga, ist voll geil gealtert, das Ding, ne? Also ich sag dir ehrlich, das ist wie so ein Wein. Fake News so, aber erstmal ist es doch gut, dass viele Leute vorsichtiger geworden sind, was jetzt, oder sich jetzt extra mehr die Hände waschen und so. Nachteil hat es ja nicht so. Und klar, es ist zu viel, alten Leuten vielleicht irgendwelche Lebensmittel wegzukaufen, aber... Und sich gegenseitig zu diffamieren und an den Pranger zu stellen und zu sagen, ey, du rauchst alle Shisha, geht gar nicht, und Leute beleidigen und wie du jetzt auf mich reagieren, sich versuchen lustig zu machen, Leute canceln, Leute haben ihre YouTube-Kanäle verloren, Leute sind aus haben ihre Lebensgrundlage verloren, weil die ihre Läden schließen mussten, Leute haben andere Leute angegriffen, weil die sich nicht impfen lassen wollten, diese ganze Scheiße, ist das okay, ist das gut so, ist nicht gut so, es hat mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun so. Ihr wisst ja, was ich meine, und er tut jetzt so, als ob es nur negativ wäre. Wir reden darüber den ganzen Tag. Egal, wo ich hingehe. Egal, mit wem ich mich unterhalte. Spätestens nach 5 Minuten kommt das Thema. Coronavirus. Sag mal, checkt ihr nicht, dass die genau das schaffen, was die schaffen wollen? So ist es. Er tut jetzt so, als ob das so ein Promo-Move von Miguel Pablo ist, mäßig so. Promo-Move, Digga, hat er gut gesagt, ne? Promo-Move, genau so war es nämlich. Promo-Move von Impfstoffherstellern und vom Staat. Jetzt redet jeder darüber, dass Miguel Pablo sich geoutet hat. So, da hat Miguel Pablo halt was von, weil er halt Klicks bekommt dadurch. Aber Coronavirus, wenn jeder darüber redet, so dann... Der hat jetzt keinen YouTube-Kanal, dieser eine Coronavirus. Sondern wenn Leute darüber reden, tauscht man sich halt aus, man wird dafür sensibilisiert und so. Man kriegt schon Angst, Digga. Fängt langsam an im Kopf mit leichten Psychosen. Und die Leute sperren sich ein, sind bereit dafür, alles mit sich machen zu lassen, haben keine sozialen Kontakte mehr. Gerade Kinder werden depressiv, diese ganzen Sachen. So viele Selbstmorde, wie wir in der Zeit hatten, hatten wir auch noch nie vorher. So, das sind halt alles Sachen, die dadurch passiert sind. Dadurch, dass wir so eine Angst eingetrichtert bekommen haben, durch jeden Tag Berichterstattung. Rote Zahlen hier, rote Zahlen da. Ihr müsst euch einsperren, ihr müsst Lockdown, ihr dürft nicht mehr mit anderen Leuten sein. Das hat einen riesen Schaden bei vielen Menschen ausgelöst, so weißt du. Es ist einfach so. Und im Nachhinein betrachtet so... Ich küsse deine Zirbeldrüse. Im Nachhinein betrachtet kann man da noch viel mehr draus lernen und sehen so. Weißt du, vor allen Dingen, weil jetzt auch viele Sachen ans Licht gekommen sind mit den RKI-Dokumenten und mit anderen Sachen, dass wir halt einfach bewusst belogen wurden, dass bewusst Wissenschaft ausgeblendet wurde, um uns Angst zu machen, um uns in eine gewisse Richtung zu treiben. Das kannst du halt heutzutage nicht mehr verleugnen, so weißt du. Alter. Versteht ihr nicht, was da gerade passiert so? Die wollen genau das. Und es ist mir jetzt auch scheißegal, Digga. So was mit meiner Reichweite passiert. Ihr könnt gerne den Xavier mit mir machen. Mach den So, mach.
wer mit mir sagt, ich bin verrückt, ich habe eine Psychose, was weiß ich. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten, so. Geht nicht. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. So, nicht anders. Wow, das... Was? Das ist natürlich ganz fett eskaliert. Er ist bereit, für seine Freiheit zu sterben, als ob es jetzt so eine Verschwörung von der Bundesregierung ist oder sonst von ganz anderen Mächten und die ihn jetzt umlegen, weil er seinen Mund aufmacht. Also ich weiß ja nicht. Oder weil er sich nicht impfen lassen möchte oder so. Ich weiß ja nicht, Bro. Gab es nicht irgendeinen Basketballer in den USA, der gesagt hat, ja, Coronavirus, 10er so. Ich finde es so krass, dass es so crazy ist, wenn man sagt, also ich meine, am Ende des Tages so scheiß mal auf das Thema, ne? Grundsätzlich bin ich bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. Ist doch jetzt erstmal nichts Wildes, oder? Chat, wer von euch ist bereit, für seine Freiheit zu sterben? Eins in den Chat. Wer von euch? Hat irgendwie 10 Mikrofone angeleckt und 2 Wochen später hatte er dann wirklich den Coronavirus und da war es ihm sehr peinlich und er hat sich dann halt öffentlich entschuldigt und so. So, hä, das ist eine reale Krankheit und so, man muss jetzt versuchen, die so krass wie möglich einzudämmen und so wenig Menschenkontakt wie möglich und so weiter und nur das Nötigste. Und was hat die Regierung davon denn, uns Angst zu machen und dass wir in unseren Häusern bleiben? So, es ist ja jetzt nicht so, dass... Kontrolle, Money und Macht. Ich check's nicht. Und jeder von uns muss... Normal checkst du's nicht, Bro. ...bereit dafür sein, wenn wir hier auf dieser Welt leben, so. Wir lassen... Das Traurige ist oder das Krasse ist, es könnte sogar sein, also viele Leute, die so reagiert haben und so einen auf... Boah, der erzählt da voll den Bullshit und so. Viele Leute, die darauf reagiert haben, die haben selber im Hinterkopf solche Geschichten, aber die würden sich niemals trauen, diese Sachen in der Öffentlichkeit auszusprechen. Weil es natürlich in dem Bereich verbreitet ist. Die wissen ganz genau, dass wenn die anfangen, irgendwie regierungskritisch zu sein oder sich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen oder mit anderen Sachen, dann kann es sein, dass die vielleicht den ein oder anderen Sponsor nicht mehr bekommen, die ein oder andere Klamottenmarke nicht mehr promoten können. Und dann ist es natürlich so, dass die dann lieber ihre Schnauze halten. So, weißt du, ich kenne davon selber sehr viele. Es gibt sogar Leute, die den Maßnahmen und diese ganze Corona-Sache gegenüber kritisch waren und trotzdem Masken oder Impfung promotet haben in der Öffentlichkeit. Weißt du, das ist crazy. Uns nicht einschränken. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause einsperren wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Doch, es kann sein, dass wir uns zu Hause einsperren wegen einem Virus, der nicht tödlich ist, weil... Es gibt Leute, für die so, okay, ist er tödlich und das sind ältere Menschen und... Ah, jetzt guck mal, diese Karte, Bruder, das ist so eine schöne Karte, lass mal erstmal weiterhören. Ich habe so ein Zitat gelesen, irgendwer hatte so gesagt, wenn jetzt junge Leute sagen, ja, Coronavirus ist mir egal, dann ist das halt, weil es einem jetzt nichts anhaben kann. Für mich ist ein Coronavirus jetzt hoffentlich, falls man den bekommen sollte, ist nicht so schlimm so, das geht wieder vorbei. Aber für ältere Leute oder Leute mit Vorerkrankungen, da ist das, da kann es halt tödlich sein. Und deswegen... Schön den Tagesschau-Text runterrattern, ist so. Das ist NPC-Talk hier gerade. Die sollen auch junge Leute nicht bekommen, weil, stellt euch vor, ich habe den jetzt und fahre zu meinen Eltern und steck die an. Meine Eltern sind, also... logischerweise älter als ich. Zeiten mit Justin. Nee, aber und für die ist es dann vielleicht nicht mehr so leicht zu bewältigen, sage ich jetzt mal, wie jetzt für mich zum Beispiel. Das ist halt der gleiche Talk, den jeder rausgehauen hat zu der Zeit auf einmal. So auf einmal kümmern die Leute sich um die älteren Menschen so. Früher, wenn die Grippewelle um die Ecke gekommen ist im Winter, hat es niemanden gejuckt. Jeder ist rausgegangen, jeder hat sein Ding gemacht. So kein Mensch hat es interessiert. Die Leute haben sich auch nicht darüber interessiert, wie es den Menschen im Altersheim geht, dass sie keine Klimaanlagen haben, dass sie teilweise da wirklich in Zuständen leben, die unmenschlich sind. So, weißt du, es hat niemanden vorher interessiert. Das ist die Karte, die auf einmal rausgeholt wurde, um uns einfach ein schlechtes Gewissen einzureden. So. Ganz klar, das war einfach die beste Karte, um den Leuten zu sagen, ey, du bist dafür verantwortlich, dass ältere Menschen sterben, deswegen musst du dich jetzt einschränken und einsperren, so. Weißt du? Man, das ist einfach crazy, weil wir leiden nicht mal so krass darunter, wie jetzt Leute, die vielleicht noch heranwachsen. Die haben am meisten unter der Zeit gelitten. Diese jungen Leute, denen eingetrichtert wurde, diese Kids, denen eingetrichtert wurde, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass ältere Menschen sterben. Und es ist auch in den RKI-Dokumenten rausgekommen, dass das extra als Promo-Move genutzt wurde, um den jungen Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden, damit sie sich dann irgendwann impfen lassen, so, weißt du? Das ist einfach Facts mittlerweile, das kannst du schwarz auf weiß belegen. Deswegen...
Es ist im Endeffekt von Justin auch nur wieder das, was im Fernsehen gesagt wird. Der hat da eigentlich gar keine eigene Meinung zu. Der hat sich auch nicht wirklich mit den Sachen auseinandergesetzt. Der sagt einfach das, was safe ist. Das, was man sagen darf. Das, was sicher ist. Das, was seine Sponsoren bei ihm behält. Und das, was einfach auf der sicheren Seite ist, Bro. So wie 99% der anderen Influencer. Es ist einfach schön Hashtag, ich bleib zu Hause posten und so, damit man halt einfach weiterhin dazugehört. Der ist das, mehr ist es nicht. Und da hat jemand so gesagt, wenn jetzt junge Leute sagen, ah, mir ist der Coronavirus egal, weil er mir eh nichts anhaben kann, dann ist es wie wenn ältere Leute sagen, ja, mir ist der Klimawandel egal. Also, weil klar, die älteren Leute sind jetzt nicht mehr so lange auf der Welt wie wir. Jetzt sind wir beim Klimawandel, Digi. So. Also hätten wir auch auf Tagesschau reagieren können, oder? Die jungen Leute. Und ja, man sollte einfach Rücksicht auf alle nehmen und einfach versuchen, so wenig Leute wie möglich anzustecken. Was ist denn da dran so schwer, Alter? Also das sollte doch auch... Okay, Justin. Ab jetzt, Digga, müssen wir eigentlich auch mal kontrollieren, ob er jeden Winter einen Lockdown macht, ne? So. Also da müssen wir jetzt schon gucken, dass der Justin auch schön brav jeden Winter die Masken anzieht und einen eigenen freiwilligen Lockdown mit sich selbst macht. So. Weil die Grippewelle wird kommen. Und wir wollen ja keine älteren Menschen anstecken oder so, weißt du, wie ich meine? Jetzt No Front, ich kenne Leon Lovelock nicht. No Front, diese No Front-Filme jetzt hier. Bruder, No Front, Digga, ich kenne den nicht. Warte, vielleicht ist er sehr korrekt, aber das war keine clevere Aussage, Alter. No Front. Ja, nee. So, das kann nicht sein. Das sind Kriegszustände, Digga. Ja, das sind Kriegszustände, weil jetzt mal halt alle Leute weniger. Ey, allein in München war vorgestern oder so irgend so ein Viktualienmarkt und jeder ist da hingegangen. Seid ihr vollkommen behindert? Man kann auch einmal mal nicht saufen und mal zu Hause was machen. Und man kann zu Hause sich sein Bierchen, sein Corona-Bier reintrinken. Aber dafür muss man... Der sagt es so einfach. Der Junge hat keine Kids wahrscheinlich, so, weißt du? Der weiß nicht, was mit den kleinen Kindern passiert ist, als die zu Hause eingesperrt wurden. Wie viel häusliche Gewalt auf einmal an den Start gekommen ist. Wie unglücklich und unfrei Kinder groß geworden sind und dass es langfristige psychische Schäden und langfristige Schäden für unser Land bedeutet, so. Weil wenn die Kids am Arsch sind und wenn die Kids alle psychische Schäden haben und nicht mehr klarkommen, so, dann ist die Zukunft von unserem Land im Arsch, weil das sind die Leute, die die Zukunft mehr oder weniger mitgestalten, so, weißt du? Hast du mal darüber nachgedacht, mein Jutster? Mach dir einen auf Heiligen und sag, ja, wir müssen die Alten schützen und was mit den Kindern, Bro? Die sind egal oder was? Auf den Markt gehen, wo man vielleicht wieder unnötig Leute ansteckt. Es geht ja nicht darum. Natürlich, der Virus ist nicht tödlich, aber man steckt unnötig Leute an, für die es vielleicht dann im Endeffekt tödlich sein kann. Ich steck. Das machst du halt generell nicht so. Wenn deine Oma krank oder wenn du krank bist, dann gehst du deine Oma nicht besuchen. Das machst du einfach nicht. Egal, was für ein Virus du hast oder was für eine Atemwegserkrankung du hast, weil Coronavirus war nicht schlimmer als eine normale Atemwegserkrankung, die man auch hat, so. Und die Viren, die Jahre vorher am Start waren oder die Jahre danach am Start waren. Und deswegen ist es einfach so, dass du, wenn du krank bist, deine Großeltern nicht besuchst, fertig aus, so. Weißt du? Und dann ist alles cool. Aber dazu musst du nicht ein ganzes Land einsperren und vor allen Dingen nicht die Kinder und Schule verbieten und dass die in Vierecken spielen müssen und dann wirklich halt, wie so damals in der Stasi oder noch schlimmer teilweise, dann da behandelt werden, so. Weißt du, das ist einfach nicht korrekt. Das ist einfach nicht korrekt. Ich würde mich mal wundern, was der heutzutage dazu sagt, so. Wie er das sieht nach den ganzen Sachen, die rausgekommen sind. Ob er da seine Meinung verändert hat oder immer noch gleich geblieben ist, was das angeht, so. Kann. Ich stecke einen Kollegen an, der Kollege geht zu Subway und steckt da vielleicht Leute, wisst ihr, was ich meine? So, das spreadet sich ja. Und dann, wenn alle zu Hause bleiben, wird das so voll gedämmt. So, das ist der Sinn davon. Das wird so voll gedämmt, weißt du? Und nicht, dass die Regierung und die Illuminaten irgendwas machen. Krass auch, dass dann nach dem Lockdown auf einmal eine krasse Übersterblichkeit in der Bevölkerung am Start war, ne? Woran das wohl liegt? Der nicht tödlich ist. Nochmal. Shake my head, Alter. Dieser Virus ist nicht tödlich. Ein normaler, gesunder Mensch kann von diesem Virus nicht sterben. Ja, richtig. Du sagst es ja, ein normaler, gesunder Mensch. Aber es gibt Leute, die halt nicht normal und nicht gesund sind. Es ist Fakt. Es ist bewiesen. Warum ist das Video eigentlich so kurz? Da fragt mal die ganze Scheiße, was steckt da dahinter? Ich küsse deine Zähne. Was steckt da, was machen die gerade mit uns? Ich denke jetzt mal, so wie Leon Vlog, er müsste sich doch mal fragen, was haben die davon, das mit uns zu machen? Digga, da kann ich dir so viele Sachen. Weißt du, wie viel Geld gemacht wurde in der Corona-Zeit? Weißt du, wie viele Maskenunternehmen, Pharmaindustrien, Pharmaunternehmen, die die Impfstoffe hergestellt haben, weißt du, wie viel Geld die erwirtschaftet haben? Weißt du, wie viel Kontrolle die über die Menschen gewonnen haben durch das Einschränken? So wie viel leicht steuerbar wir geworden sind nach dieser ganzen Zeit?
dass wir da mit irgendwelchen Handys rumgelaufen sind, damit wir in den Club reinkommen können und unsere Gesundheitsdaten von irgendeinem Security scannen lassen haben oder von irgendeinem Restaurantmitarbeiter oder so. Glaubst du nicht, dass das ein Benefit ist für Menschen, die die Kontrolle über dich haben wollen? So? Und es ist einfach so, das macht auch Sinn, dass Regierungen, Leute, die mehr oder weniger das Land halt regieren, so, dass die auch ihre Bevölkerung unter Kontrolle haben wollen. Deswegen ist es auch so, dass die Nachrichten auch immer eine gewisse Propaganda in sich tragen, weil die natürlich wollen, dass die Bevölkerung hinter den Entscheidungen steht, die die Regierungen treffen sollen. Und deswegen ist es auch leider so, dass auch Journalisten mittlerweile und Medien und so sehr stark vom Staat kontrolliert sind und eingeschränkt werden in der Äußerung von Meinungen. So, weil die auch da Ansagen bekommen, damit die die Sachen so ausdrücken und printen, damit die Bevölkerung dann hinter den Entscheidungen vom Staat steht. So, das ist doch ein riesen Benefit, wenn du die Kontrolle der Gesellschaft erhöhen kannst. So, wenn die mehr auf dich hören. So. Und es wird oft mit Krisen halt ausgelöst. Und das geht sogar so weit, dass die sogar dafür bereit sind, Kollateralschäden mitzunehmen. So. Weißt du? Es gibt Ereignisse, wo ich sage, das ist jetzt auch vielleicht für die ein oder anderen Verschwörungstheorie, aber sowas wie 9-11 zum Beispiel, da hat jemand, und das ist nicht safe, aber es gibt auf jeden Fall Quellen, die darauf hindeuten, dass gewisse Leute, Regierungsleute, das extra zugelassen haben, damit sie dann Kriege starten können. So. Und da sind die auch bereit für, einfach Leute sterben zu lassen. Und das funktioniert halt am besten, wenn die so ein Szenario kreieren, wo die Bevölkerung Angst bekommt und die gemeinschaftlich hinter den Maßnahmen vom Staat stehen. Wenn der Staat dann sagt, wir greifen jetzt die und die Länder an, weil die haben uns so und so. Oder auch der 7. Oktober, was in Israel-Palästina passiert ist. Da gibt es auch Leute und Quellen, die sagen, dass Netanyahu zum Beispiel schon vorher informiert wurde, was diese Angriffe von der Hamas in Israel angeht. So. Und dass die Regierung in Israel das bewusst zugelassen hat, damit sie dann Gaza angreifen können und die Bevölkerung hinter denen steht. Und nicht nur die Bevölkerung, sondern die ganze Welt hinter denen steht. Und genau das sehen wir jetzt so. Weißt du? So. Also ich weiß nicht, da gibt es tausende Sachen, die ich dir jetzt aufzählen könnte. So, was haben die Illuminaten, die Regierung damit? Brutkastenlüge, sorry, ich muss das nochmal sagen. Brutkastenlüge zum Beispiel. Da haben die erfundenermaßen, haben die da Leute vor dem Kongress reden lassen, die dann Frauen, die dann ausgebrochen sind in Tränen, die erzählt haben, dass die da reingekommen sind und Kinder abgeschlachtet haben und auf den Boden geschmissen haben, aus dem Brutkasten rausgerissen haben. Und am Ende ist rausgekommen, dass es eine komplette Lüge war. Nur damit sie dann irgendwo in den Krieg ziehen können. Weißt du, wie ich meine? Davon? Was haben die davon? Wenn wir in unseren Wohnungen bleiben, wollen die jetzt auf der Straße geheime Illuminatenzüge machen, sodass das keiner sehen darf oder was? Hä? Also, oder check ich gerade irgendwas nicht, was er meint? Ja, Bro. Gerade mit. Ey, wir sind hier bei 4 Minuten 44 und ich habe schon öfter auf Pause gedrückt als generell jemals zuvor. Ich bin getriggert. Uns, Digga. Alle Leute. Der ist getriggert. Die bis heute für verrückt erklärt wurden, wegen Agendas, wegen Theorien, die uns versucht haben, Dinge zu sagen. Hört diesen Menschen zu. Leute, die verrückt erklärt wurden dafür, dass sie gesagt haben, gewisse Politiker sind Echsenmenschen. Hört diesen Leuten zu, Leute. Komm jetzt bitte auf. Von wem habe ich geredet? Habe ich von irgendwelchen Echsenmenschen geredet? Ich rede von Leuten wie Tupac. Ich rede von Leuten wie DMX. Ich rede von Leuten wie Kennedy. Ich rede von Leuten im deutschsprachigen Raum wie ein Kianusch oder ein Kollege oder was auch immer so. Leute, die einfach weiterdenken als der Normalbürger. Leute, die sich trauen, darüber hinaus zu denken und quer zu denken. So. Menschen, die noch nicht hundertprozentig kontrolliert sind und sich nicht mehr trauen, ihre eigene Meinung sich überhaupt zu bilden, geschweige denn sie auszudrücken. So. Gerade im Bereich der Öffentlichkeit. Davon gibt es in Deutschland nur noch eine Handvoll. Und man sollte diesen Leuten zuhören. Und man sollte die auch unterstützen. Weil die sterben aus. Ob es ein Kollege ist, ob es ein Kianos ist, ob es ein Xavier ist. Krass, Digga, ich hab die sogar erwähnt, Digga, heftig. Ja. Das sind die Menschen, die ich in unmittelbarer Nähe mal getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe und wo ich gemerkt habe, das sind genau diese Leute, die für draußen für verrückt erklärt werden, die bevor ein Interview startet zu mir sagen, Bruder, ich kann nicht alles erzählen, weil sonst werden die Leute mich ficken. Die werden mich für verrückt erklären. Wusste ich gar nicht, dass ich das so erzählt habe, Alter. Ja, das war wirklich so. Leute in meinen Interviews, vor meinen Interviews, haben mir teilweise gesagt, Bro, wir müssen, Hälfte können wir machen, aber nicht all in. Weil wenn ich all in gehe, dann bin ich am Arsch. So. Diese Leute müssen jetzt aufstehen und alles sagen, was sie wissen. Ich bin keiner, der alles weiß. Aber ich verstehe. Ich gucke einfach. Ich gucke, ich sehe.
Ich sehe. Da haben die ein Meme draus gemacht aus der Stelle. Was passiert? Ich weiß es nicht. So, man könnte es ja von beiden Seiten sehen, aber. Komm, trau dich, Bruder. Trau dich mal einmal kurz um die Ecke zu denken und mal dich da rein zu versetzen. So. Ich finde, das ergibt halt hin und vorne jetzt nicht so viel Sinn. So. Aber vielleicht bin ich auch jemand von den Illuminaten und versuche gerade eure... Nein, du bist ein gesteuerter NPC, der alles für Geld und Fame macht. Bruder, du hast keine eigenen Gedanken. Du machst in der Öffentlichkeit das, was du machen musst, damit du erfolgreich wirst. So, fertig aus. Und es ist auch okay so. Ich werf dir das nicht mal vor. So, weil die meisten Leute wollen einfach nur ihr eigenes Ego befriedigen, ihr eigenes Ding machen und denken nicht darüber hinaus, und das ist auch vollkommen okay so. Aber lass uns auch unseren Raum so. Weißt du, wie ich meine? Wir sind nämlich auch da und wir sind für größere Sachen da als das. Hirne zu waschen, Leon Lovelock nicht zu glauben. Ah, wer weiß. So nicht. Nee. Also, keine Ahnung. So, ne? Wer weiß. Und ich muss jetzt alles tun und alles sagen mit meiner Reichweite, was ich tun und sagen kann. Ja, ey, no joke, das weiß ich übelst zu schätzen, Leon Lovelock, dass du die Leute einfach mal wachrütteln willst. So. Ich erinnere mich gerade an den Bruder von vorgestern, mit dem wir einen Discord-Talk gehabt haben, der sich bei mir bedankt hat, dass ich dieses Video gemacht habe, der gesagt hat, dass ich dafür verantwortlich war, dass er sich nicht impfen lassen hat und viele andere Menschen wahrscheinlich sich nicht impfen lassen haben. So. Und ja, es gibt Menschen, die sind dankbar dafür, Bro. Auch wenn du es nicht bist, so, es gibt definitiv Menschen, die sind dankbar dafür. Und an die Menschen geht Liebe raus, so. Ich liebe euch. An alle, die es gecheckt und verstanden haben. Ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich eigentlich dir übermitteln wollte, weswegen ich heute hier drin bin. Mhm. Nämlich, so auf den Punkt gebracht, wollte ich dir auch nochmal direkt ins Gesicht sagen, du bist dafür verantwortlich, dass du mehrere, wahrscheinlich hunderte bis tausende Menschenleben gerettet hast, indem du so standhaft geblieben bist zur Corona-Zeit und gesagt hast, lasst euch nicht impfen. Öffentlich mit, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Abonnenten, also wie groß deine Reichweite war, aber sie war ja sehr groß. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Dafür hast du unglaublich viel zahlen müssen, so in deinem eigenen privaten Leben. Du hast ja auch selber über Suizidalität geredet und sonst was. Also es hat dich echt geimpactet, aber der Impact, den du gelassen hast, ist, dass Menschenleben wegen dir noch leben. Und das ist was Unglaubliches und dafür Props an dich. Und es ist mir auch scheißegal, wer da jetzt was zu sagt oder was bewertet oder was kommentiert, das juckt mich nicht so. Es juckt der Reaktionspass nämlich. Mich einfach nicht. Aber denk doch einfach mal nach, was passiert hier gerade so? Was passiert hier gerade, Digga? Ich verstehe natürlich seinen Ansatz, ich check halt aber nicht so, er müsste ja mal weiterdenken, was hat jemand denn davon? Wie oft will er das noch fragen, Bro? Was hat ein Staat davon, wenn er seine Bevölkerung zu 100% kontrolliert oder zu 80%? Was haben die davon? So, ist doch ganz easy, Bruder. Muss man doch nur einmal kurz drüber nachdenken und dann checkst du doch, was sie davon haben. So. Was haben Pharmaunternehmen davon gehabt von dieser ganzen Zeit? So? Was haben die davon gehabt? Ja, Kontrolle, Geld und Macht. So, vielleicht ist das auch so eine Invasion vom Chef der Supermärkte. Supermärkte machen jetzt halt super Umsatz. So, vielleicht haben die auch gesagt, ey, lass mal so ein Virus spreaden, dann werden unsere Sachen leer gekauft. Oh, das könnte ja sein. Guck mal, so, das ist halt so die, das ist so die Dings. Das ist jetzt das Szenario, was du dir vorstellen kannst, dass irgendwelche Supermärkte eine Verschwörung gemacht haben, Bruder. Wir reden hier über ein Virus. Denk doch mal über Pharma nach, Staat, Pharmaindustrie, Interessenskonflikte vielleicht, Menschen wie Bill Gates, die irgendwelche TED-Talks machen, die erzählen, wir müssen die Bevölkerung minimieren und wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten und so. Muss einen drüber hinausdenken. Bruder, du brauchst einen Aluhut. Du musst rein in das Rabbit Hole, Bro. Komm rein, mein Bruder, Alter. Ich bin da. Ich bin dir auch nicht sauer, weißt du, wie ich meine? Wir sind auch für NPCs immer offen, so. Können gerne einen Talk machen, Gespräch machen und so. Vielleicht können wir ihn aluminisieren, langsam. Ein Plan dahinter, Freunde. Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Guck mal, wie weit die das getrieben haben. Ist krass, ich rede da vom ersten Schritt, aber der erste Schritt war schon viel weiter vorher so. Ich war ja, wie gesagt, selber noch nicht richtig drin. Für mich war das halt das erste Mal, dass es extrem offensichtlich geworden ist so. Ich habe mir natürlich auch schon die ein oder anderen Sachen reingezogen und dachte mir so, okay, crazy und so. Aber es war noch nie so real, weißt du. Und bei dem Thema habe ich einfach von Anfang an gemerkt, okay, die verarschen uns. Die verarschen uns und es ist richtig vor meiner Fresse so. Ich krieg das richtig mit so. Ich gehe raus, Leute trauen sich nicht rauszugehen. Polizeistreifen auf der Straße so. Ich gehe raus, Zigaretten holen, die kommen zu mir, die sagen, was machst du draußen und so. Ich habe gedacht, Bruder, wo bin ich gelandet, yo? Wo bin ich hier gelandet, Bro?
Und vor allen Dingen, wenn du dann noch für dich schon eigentlich safe bist, dass das Ding eigentlich ein Scam ist. So. Für mich war das von Anfang an klar. Ich weiß nicht, Bruder, was soll ich dir sagen? Ich bin angebunden auf irgendeine Art und Weise. Leute sollen lachen. Ich sag, das hat mein Gefühl mir gesagt. Ich habe darauf gehört. Wenn Gott mit mir spricht, ich höre auf den. Ich höre auf Gott mehr als auf den Staat. So, cancelt mich gerne dafür. Aber das bin ich. So. Meine Richter sind andere Richter, Bruder. Es gab es schon. Trotzdem halte ich mich natürlich an die Gesetze so. Nicht falsch verstehen, meine lieben Freunde. Ne? Wenn irgendwas so gesetzlich ist, dies, das. Ich habe nie irgendwelche Gesetze gebrochen, werde ich auch in Zukunft nicht tun. Dings hier. Wie heißen die? Staatsschutz oder so? Jungs, ich bin gesetzeskonform. Das. Es gab Schweinegrippe, Vogelgrippe. Alle 2-3 Jahre kommt eine neue Grippe, ein neuer Virus, der uns anscheinend irgendwie ausrotten soll. Aber dieses Mal sind sie einen Schritt weiter gegangen. Und ich will nicht, dass wenn dieser Virus in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten vorbei ist, dass wir dann alle normal weiterleben und denken, ja, oh, zum Glück haben wir das überlebt so. Genau, das passiert leider gerade, obwohl halt voll die Sachen ans Licht kommen, so, ne, sind immer noch die meisten Leute, ja, passt schon, Digga, passt schon. Aber auch da, ich bin mittlerweile viel verständnisvoller geworden, so, das ist nicht mal böse, so, ich bin den Menschen nicht mal böse, so, die sind halt einfach noch nicht da, die sehen das noch nicht, die wollen das nicht checken, die wollen ihr Weltbild behalten, ich kann das verstehen, ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber, ja, es ist halt genau so gekommen, selbst nach diesem Release von diesen RKI-Dokumenten, wo wir halt schwarz auf weiß eigentlich haben, dass wir verarscht wurden, so, gibt es noch Leute, die sagen, ja, passt schon. Nee, der nächste wird kommen. Der nächste Schritt wird kommen, Freunde. Der nächste Schritt wird kommen, hundertprozentig. Da bin ich hundert. Da müssen wir aufstehen, ne? Mit unseren mehreren Businessen und nichts glauben, hinterfragt alles. Hundertprozentig von überzeugt, so. Der nächste Schritt wird auch kommen. Wir müssen jetzt aufhören. Der kann nicht mehr, man merkt schon, der kann nicht mehr, Digga. Alles so Larifari einfach hinzunehmen, was die uns sagen. Ja, und was sollen wir jetzt machen mit Fackeln und brennenden Mistgabeln vor den Bundestag laufen oder was? Also. Nee, einfach nicht mitmachen. So, einfach nicht mitmachen, Bro. Einfach weiterhin rausgehen, dein Ding machen so. Dir keine Angst machen lassen. Frei bleiben, liebend bleiben, andere nicht diffamieren, die eine andere Meinung haben oder keine Maske tragen oder sich nicht impfen lassen wollen. Auf gechillt, Bruder. Das hätte mir schon gereicht. Hä? Wir dürfen nicht mehr einfach das tun, was die da uns sagen, was die uns im Fernsehen. Mal auf eine Demo gehen ist nicht verkehrt, Bro. Weißt du? Mal sagen, ey, ich fühle das nicht so, ich will mich jetzt hier stark machen, so. Ich find's nicht geil, dass das Grundgesetz teilweise eingeschränkt werden soll und so. Da mache ich mich auch für stark, ist auch nicht verkehrt. Weißt du, gab es ja auch die Möglichkeiten. Aber zumindest mal nicht so dich von den Medien und von den Leuten, die diese Angstpropaganda gestreut haben, so krass beeinflussen lassen, dass du dann anfängst, irgendwie auf anderen Leuten rumzuhacken und dass wir dann anfangen, innerhalb der Gesellschaft uns zu spalten. Weil das ist nämlich genau das Ziel. So, und das ist nicht nur mit Corona das Ziel, das ist mit ganz vielen anderen Themen ist das Ziel. Teile und herrsche, mein Bruder. So. Es ist einfach so, dass wenn du die Gesellschaft aufspaltest, wenn du Themen in die Gesellschaft reinstreust, Themen, so imaginäre Themen sogar, und die sich dann streiten und sich nicht mehr lieb haben und nicht mehr miteinander leben, dann kannst du sie leichter kontrollieren. Weil was ist, wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo wir uns gegenseitig lieben und akzeptieren würden, egal ob welche Meinung, Herkunft, Hautfarbe, Religion. Ja, dann sind wir stark, dann sind wir zusammen und dann lassen wir nicht alles mit uns machen, so, weißt du? Dann werden wir nämlich ganz schnell auf den Trichter kommen, ey, wer sind eigentlich die Jungs, die versuchen uns hier die ganze Zeit zu spalten und so? Warum haben die überhaupt so viel Macht über uns? Solche Gedanken wird man dann bekommen. Und dann hast du ganz schnell eine Bevölkerung, die nicht mehr dem Staat folgt. Und dann kann der Staat auch ganz schnell mal, seine Macht verlieren. Und das wollen die natürlich nicht, Bro. Sinn mitgeben, was die in Zeitungen schreiben. Ja, was sollen wir denn machen? Ein Schwurbler 1x1 hier mit Justin. So ein Talk mit Justin wäre schon geil, oder? Sei ehrlich. Also ich würde dem das gerne auf menschlicher, wirklich auf respektvoller, menschlicher Art und Weise so erklären, was ich da damals gemeint habe. So. Wenn es jetzt einen Lockdown gibt und die sagen uns, okay, ihr müsst drinbleiben und wenn nicht, gibt es halt eine Strafe. So, sollen wir dann trotzdem rausgehen und dann 6.000 Euro Strafe zahlen? Ich glaube, das können die wenigsten von uns, ne? Deswegen muss man sich ja mehr oder weniger dran halten. Also,
dürfen dem nicht. Außer halt ein Großteil der Bevölkerung oder eine kritische Masse der Bevölkerung würde nicht mehr mitmachen. Dann können die auch nicht allen diese Strafe geben, so weißt du. Das ist halt eine Sache, die fühlt sich erstmal falsch an. Ich verstehe das auch. Wenn du in einem Staat groß geworden bist und von der Schule an eingetrichtert bekommen hast, dass es immer jemanden gibt, der über dir steht und der über dich und dein Leben entscheiden darf, dann fühlt sich das für dich erstmal falsch an. Wenn du ein Gefühl hast, dass hier was menschlich-unmenschliches läuft, so, und du willst da nicht mitmachen, dann hast du erstmal das Gefühl, du machst vielleicht irgendwas falsch, so. Aber es heißt nicht, dass es wirklich falsch ist. Und wenn du an Gott glaubst, Gott ist oben. Der wird immer die Leute belohnen, die die richtigen Entscheidungen treffen, so weißt du. Deswegen, ja, ich verstehe dich. Aber auf der anderen Seite, ich bin halt einer, mir ist das egal. So, die hätten mit mir machen können, was die wollen. Ich habe nicht mitgemacht. Und ich werde bei solchen Sachen auch nicht mitmachen. Ich höre da halt auf mein Gefühl. Ich höre darauf, ist das menschlich korrekt? Ist das wirklich so? Fühlt sich das für mich richtig an, so, weißt du? Und wenn ich zu dem Entschluss komme, dass es nicht so ist, dann werde ich dagegen arbeiten und dann werde ich alles dafür tun und alles geben, was ich habe, um dagegen zu arbeiten. Weil ich würde für Menschlichkeit, Liebe und Freiheit sterben, Digga. Das ist halt einfach mein Herz, das ist meine Persönlichkeit, das bin ich. Und muss nicht jeder sein, aber das bin ich halt. Zuhören dürfen wir nicht. Es ist kein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Mainstream-Medien versuchen, uns zu kontrollieren. Die Regierung versucht, uns zu kontrollieren. So, es ist kein Geheimnis mehr. Und ich bin davon von ganzem Herzen überzeugt. Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die nicht daran glauben, was die uns erzählen. Aber trotzdem danach handeln. Die gehen trotzdem Hamsterkäufe machen. Die gehen trotzdem, die machen genau das, was die uns empfehlen, sitzen dann aber in Shisha-Bars und reden darüber, es kann doch irgendwie nicht sein und irgendwas stimmt doch da nicht. Kennt ihr dieses Meme, wo so Leute so, wo jemand geschrieben hat, so zwei Leute in der Shisha-Bar, einer pustet so rauf aus, Bruder, diese Corona-Morona, da stimmt irgendwas nicht mehr. Das gerade. Irgendwas irgendwie, so, wir sind ready. Wir hinterfragen mittlerweile. Wir glauben nicht einfach, was die uns erzählen. Das ist Alpha. Erzählen. Und das ist wichtig. Das ist Alpha, Bruder. Und was noch ganz wichtig ist, das ist Alpha, Digga. Selbstdenken, hinterfragen, sich nichts sagen zu lassen, vor allen Dingen nicht, wenn es unmenschlich ist, ist Alpha, Bro. Das ist Alpha, mein Jutster. Was willst du denn jetzt machen, Leon? Verliert eure Das ist, was ich da gerade gemacht habe, Bruder. Meine Karriere aufs Spiel setzen für die Wahrheit. Aktivität nicht. Verliert euren Glauben an Gott und an euch selber. Verliert den nicht. Hey, was hat jetzt Gott damit zu tun? Was hat jetzt Gott damit zu tun? Digga. Yo. Wer ist Gott überhaupt? Wer ist dieser Gott? Was hat der jetzt damit zu tun? Was hat Gott überhaupt mit irgendwas zu tun? War Justin? Crazy. Wie alt ist der? Ich weiß gar nicht. An eure Familie, an eure Menschen um euch rum. Seid positiv, Digga. Lasst euch nicht von diesen Angstmachereien, lasst euch davon nicht negativ prägen. Freunde, ich wette mit dir, es sterben Leute wegen dieser Paranoia. Es sterben nicht Leute wegen der Paranoia, es sterben Leute, weil... Bruder, hast du dir mal die Selbstmordraten in der Zeit reingezogen? Die vielleicht schon eine Vorerkrankung haben und dann Corona haben und... Digga, der checkt gar nicht, was Angst auslösen kann, ne? Der versteht gar nicht, dass Angst auch dafür sorgen kann, dass du krank wirst, so. Dass Angst dafür sorgen kann, dass du dir was antust, dass du vielleicht anderen was antust. Der weiß gar nicht, dass Angst auch eine Energie ist, die in dir ist und ist eine der negativsten Energien, die du in dir tragen kannst. So. Und die kann dich auffressen von innen. Die kann dich kaputt machen, so. Weißt du? Zu der Zeit war es halt einfach so, dass man halt auf Krampf immer nur gesagt hat, ja, die Älteren und die muss man beschützen und das und dies und das Virus ist so schlimm und dies, das. Man hat nicht darüber nachgedacht, was diese Maßnahmen langfristig bei Menschen auslösen können. Da hat man nicht drüber nachgedacht. Diese Leute haben nicht darüber nachgedacht, so. Und es hat halt sehr viel ausgelöst, leider. Bis heute haben Leute psychische Schäden bekommen dadurch. Bis heute haben die darunter zu leiden. So. Dann keinen Platz irgendwie im Krankenhaus bekommen, weil da zu viele Leute rumhängen, weil das alles auf einmal ist und die Leute eben nicht zu Hause bleiben. Deswegen sterben Leute, weil man vielleicht vorher schon eine Lungenerkrankung hatte und dann eine Lungenentzündung durch Corona kriegt. Wenn du fit bist, dann bleib doch am besten zu Hause, Alter. Es ist doch nicht so schwer. Ey, ich bin so getriggert. Ich will eigentlich die restlichen 12 oder 13 Minuten des Videos hier gar nicht gucken. Deswegen... Warum hast du überhaupt drauf reagiert, Bro? Das würde ich jetzt mal gerne in den Raum reinstellen und ihn mal fragen, so. Es gibt nämlich nur einen Grund, warum er darauf reagiert hat. Weil ganz YouTube darauf reagiert hat und weil er die Klicks mitnehmen wollte, so. Sterben Leute. Wir sollen keine Angst vor dem Virus haben. Wir sollten Angst davor haben, was die Regierung mit uns macht, Digga. So, das ist einer der wichtigsten Statements von diesem Video gewesen.
Leute, wir sollen keine Angst vor dem Virus haben, wir sollten Angst davor haben, was die Regierung mit uns macht, Digga. Das ist das Eigentliche. Davor sollten wir Angst haben. Und heute ist rausgekommen, was die mit uns gemacht haben. Was passiert hier gerade? Keiner weiß genau. Aber wir machen trotzdem alles, was die uns sagen, Digga. Das wird mir echt so hart hier, Alter. Sagen, ich muss zu Hause bleiben, dann werde ich rausgehen. Ja, okay, dann geh raus. Aber wenn so die Polizei dich dabei erwischt, dass du rausgehst während einer Ausgangssperre, so, dann musst du halt mal 3,5 oder wie viel Euro war das? 3,5, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Oder 6? Bruder, ein Scheißdreck. Die haben mich 3-mal erwischt oder so. Niemals habe ich irgendwas bezahlt. Die waren voll cool, die Bullen. Ja. Da musst du halt zahlen. So, hä? Ich werde raus. Shoutouts an alle meine PolizistInnen. Bisho. Nee, jetzt habe ich jetzt echt gegendert, ne? Ich habe gedacht, ich wollte so ein MännerInnen, JungsInnen irgendwas sagen. Jetzt habe ich, sorry. Verzeiht mir, meine lieben Freunde. Grüße gehen raus an alle Polizisten. Rausgehen. Ich werde 100% rausgehen. Okay. Dann geh raus, Bruder. Ich bin ein Mensch, ich habe mich damals dazu entschieden, meinen Job zu kündigen, alles hinzuschmeißen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. Damit ich meinen eigenen... Was? Ich habe 10 Liegestütz. Ich bin dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. Bro, Specs, Digga. Geil. Bruder, das könnte man nochmal rausschneiden für TikTok, wa? Alles hinzuschmeißen, damit ich... Raus, Bruder. Ich bin ein Mensch, ich habe mich damals dazu entschieden, meinen Job zu kündigen, alles hinzuschmeißen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. Damit ich so. Wie verwirrt der ist, Bruder, was für Eier? Was? Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. Bruderherz, ich habe so eine Eier, Bro. Straußeneier, Digi, da kannst du, eine ganze Familie kann da drauf stehen. Verstehst du, was ich meine? Okay, auf meinen eigenen Beinen, Bruder. Nein, nein, Eier, Bruder, Eier. Eier musst du noch nicht. Mein Traum, meine eigene Vision. Den habe ich von Manuelsen übernommen, den Eier. Der hat doch in meinem Interview so oft seine Eier erwähnt, so. Meine Eier liegen auf der Zunge. Nicht mein Herz liegt auf der Zunge, meine Eier liegen auf der Zunge. Bruder, Oliver Kahn hat schon gesagt, Digga. Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. So ganz einfach, mein Jutster Justin. Ich weiß, hast du nicht so viel Erfahrung mit, wahrscheinlich mit den Balls, aber die brauchen wir, die sind wichtig. Mein Job zu kündigen, alles hinzuschmeißen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. Damit ich meinen eigenen... Was? Der sagt, was? Was für Eier, Bruder? Wir haben keine Eier. Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen, damit ich auf meinen eigenen Eiern stehe. So sagt man das bei uns, Bruder, aber hier diesen Vibe finde ich gerade witzig, ja? Okay, auf meinen eigenen Beinen, Bruder. Eier musst du noch nicht. Mein Traum, meine eigene Vision, mein eigenes Beste leben kann. Ohne dass mir einer vorschreibt, was ich zu tun habe oder was ich nicht zu tun habe. So. Und das werde ich durchziehen bis zum Tod. Das ist mir. Ich werde auf meinen eigenen Eiern stehen bis zum Tod, okay? Digga, das ist Statement, Real Talk, episches Interview, Digga. Zitat Leon Lovelock, ich werde auf meinen eigenen Eiern stehen bis zum Tod. Ey, Mama, falls du noch mit dabei bist, so, das will ich auf meinem... Nein, meine Mutter, ja, wird dann wahrscheinlich nicht mehr... Ey, Chat, Community, alle jüngeren Leute, Yasuke, Kevin, das will ich, dass es auf meinem Grabstein steht. Ich werde auf meinen eigenen Eiern stehen bis zum Tod. Ja, Digga, ich mach Merch. Leute, ich glaube damit... Damit reicht das, wenn ihr die restlichen 12... Der sagt, was für Gott, was für Eier. Ja, Bruder. Wenn ihr 13 Minuten euch noch reinziehen wollt, dann schaut gerne das Video von Leon. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Ich auch, Bro. Jetzt zum Ende habe ich echt noch ein paar Lacher gehabt hier. Ich will ihn nicht für verrückt erklären, auf gar keinen Fall. Ich check schon, dass Leute was hinterfragen und so, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht die richtige Situation und Leute dazu anzustiften, wenn... Ja. Jetzt sind wir wieder bei ARD, Freunde. Shutdown ist, mal rauszugehen. Ich weiß ja nicht, ey. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Diskutiert gerne darum. Ich lese mir das auch gerne durch. Aber das Video hier, das war auf jeden Fall viel zu wild. Dieses Video, ne? Lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Peace. Ajo, Digga, lass mal ein Like da. Bruder, komm. Lass mal ein Like da, Bro. Auf entspannt. Freunde, ich habe gehört, die Kommentare sollen auch interessant sein, wa? Sollen wir mal in die Kommentare reingehen? Justin, kein Topf, keine Pfanne im Haus. Ganz weirder Flex. Corona kommt, Justin hat Angst, dass er kochen muss. Justin wahrscheinlich mittlerweile 4-mal gepiekst. Jetzt wissen wir, dass er die ganze Zeit recht hatte. So, niemand. Leon, ich gucke, ich sehe einfach. Kranke Fähigkeiten, Bruder. Bro, ich bin angebunden. Wisch doch, wie es läuft, Bro. Eierloser Systemling, dieser Justin. Das war wieder bei den Eiern, Digga. Mathelehrer 1 plus 1 ist 2. Leon Lovelock, da bin ich skeptisch. Wichtig? Bin schon gespannt auf Justins Haare, wenn alle Friseure zumachen.
Ja, Bruder, das sind diese NPC-Kommentare, ne? Warte mal, soll ich mal sortieren? Neueste zuerst? Vor einem Tag, krass, das wird immer noch geguckt, oder was? Das Video ist schlecht gealtert. Mal sehen, wer ein richtiger Mann ist und sich auch entschuldigen kann. Nach 4 Jahren sehen die Leute dieses Video aus einem ganz anderen Licht. Respekt an alle, die sich gewehrt haben. Systemling ohne Hirn, zu viel Booster womöglich. Justin, richtiger Kevin. Hör auf, ich habe Kevin in meiner Community. Keine Kevins beleidigen hier. Diese überhebliche, dumme, arrogante okay, ich bin aber jetzt auch keiner, der hier so, ich mag das auch nicht mit diesen, Leon hatte mit allem recht. Trottel und so, das fühle ich auch nicht. Digga, selbst bei Leuten, auch bei diesem NPC-Talk, den wir gemacht haben, mit diesem Dara und so, diese Dings habe ich auch nicht gefühlt. Wenn dann Leute die beleidigen und so, das will ich auch nicht jetzt bei YouTube und so unten in die Kommentare. Sagt nicht, oh, der Wichser. Sagt eure Meinung auf süß. Weißt du, wir sind nicht so. Wir sind nicht so mit, weißt du? So. Leon hatte recht und wer das immer noch leugnet, dem ist nicht mehr zu helfen. Eine Entschuldigung bei ihm wäre angebracht. So. Niemand. Leon setzt sich ins Treppenhaus und will die Regierung stürzen. Au. Ich werde auf meinen eigenen Eiern stehen. Leon Lovelock leidet an Senkhoden. Bruderherz. Das wird ein Meme, Bro. Der Gangsterboss. Ach, Bruder, komm. Reicht. Freunde, schreibt mir eure Gedanken dazu auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. War auf jeden Fall lustig, Digga. Hat Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Wir wollten das mal so ein bisschen aufarbeiten und mal gucken, was die Jungs innen damals so erzählt haben. Ich habe mir die ganzen Sachen nicht reingezogen damals und das haben wir jetzt nachgeholt. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Kandidaten, auf den wir noch reagieren werden. Mal gucken. Ich bin da offen auf jeden Fall. Ich liebe euch, Community. Bleibt cool in den Kommentaren, nicht beleidigen, nicht irgendwie, weißt du, keine Schimpfwörter und so. Schön eure Meinung könnt ihr sagen auf jeden Fall, aber bleibt immer schön liebend und harmonisch so. Wir sind keine Hater, wir sind keine Leute, die andere hassen. Auch wenn die lost sind oder wenn die vielleicht NPCs sind oder was auch immer so. Die brauchen Liebe und so. Deswegen auf positiv denen eure Meinung sagen, ist cool. Aber nicht beleidigen, okay? Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out. Gang.